Russland ist ein Land der großen Gegensätze. Während im hippen Moskau die reichen Kids mit Geld um sich werfen, leben viele 18-Jährige in den ewigen Weiten des Landes noch in einer anderen Zeit. Wir haben zwei 18-Jährige begleitet und uns gefragt, wie tickt das junge Russland? Jetzt in unserer Rubrik At 18. Russland, Land der Gegensätze. Je nachdem, ob die Jugendlichen in einer Metropole oder mitten auf dem Land 18 werden, bedeutet Volljährigkeit etwas ganz anderes. Wir treffen Jungbauer Ivan und Moderapper Vova, den Sohn reicher Moskauer. Zwei unterschiedliche Welten. Wir vergleichen das Leben von Vova und Ivan und zeigen, wie sehr sich 18-Jährige in Russland von 18-Jährigen in Deutschland unterscheiden. 7 Uhr. Für den 18-jährigen Ivan geht es früh am Morgen aufs Feld. Seit er 15 ist, führt er den Hof der Familie, etwa 2 Stunden von Moskau entfernt. Wie ein russischer Cowboy bewacht Ivan seine Kühe, die hier jeden Tag auf der Weide grasen. Das sind die 300 Hektar, die wir bestellen und bearbeiten. Das ist mein Land. Es ist natürlich schön, wenn du eine Arbeit hast, bei der du draußen sein kannst. Es gibt kaum moderne Geräte auf Ivans Hof. Die Arbeit mit dem Vieh läuft hier noch wie vor 100 Jahren ab. Einzige Hilfe? Bruder Aljoscha. Er muss jetzt mit dem Pferd die Kühe einfangen, die in Richtung Straße rennen. Ivan büffelt nebenbei noch an der Uni. Sein Ziel, den Abschluss in Betriebswirtschaft schaffen. Und das bedeutet oft 15-Stunden-Tage. Ein Handkuss für den Vater, ein orthodoxer Priester. Der Respekt vor den Eltern gilt sehr viel auf dem Land. Gleichzeitig hat der Vater des Hauses hier auch das Sagen. Auch wenn Ivan volljährig ist, auch im Alltag muss Zeit für die Tradition sein. Keine Mahlzeit ohne Tischgebet. Mutter und Schwester sind diesmal nicht dabei. Sie verbringen den Tag im Kirchenchor. Auch wenn die Jungs gerade von der Arbeit kommen, Vater Sergei erwartet am Tisch ordentliche Kleidung, klare Regeln, die den Zusammenhalt stärken sollen. Familie, das bedeutet für uns Glück. Das ist gegenseitige Unterstützung und Liebe. Ich denke, in Russland leben wir traditioneller als in Europa oder anderen Ländern. Und diese strengen Traditionen bedeuten für einen 18-Jährigen auf dem russischen Land auch, dass man über bestimmte Themen nicht offen spricht, ganz anders als bei uns. Über die Beziehung zwischen Mann und Frau reden wir mit unseren Kindern nicht. Wir geben ihnen ein Beispiel, wie man eine richtige, gläubige, orthodoxe Familie führt. Doch 18 sein in Russland kann auch ganz anders aussehen. Ein Musikstudio in Moskau. Hier nimmt Rapper Vova gerade einen Song für sein erstes Hip-Hop-Album auf. Ich sehe ja die Jugendlichen in Paris oder sonst wo in Europa, die auch Musik machen. Ich denke, dass wir sogar cooler sind. Sie gucken unsere Clips im Internet und sehen, dass die russischen Jungs aus Moskau auch coole Sachen machen und stylisch aussehen. Каждый день новый контракт. Каждый день они строчат нам контакт. Это так. Ты хочешь быть с нами, но флексишь лишь тем, что купил. Seit einigen Monaten gibt es das Video im Internet. Rund 200.000 Views auf YouTube haben Vova und seine Hip-Hop-Kumpels dafür schon erhalten. Die Band nennt sich Kuznetsky Squad, nach einer eleganten Einkaufsstraße in Moskau. Die Themen ihrer Musik, Geld, Mode und die luxuriösen Seiten Moskaus. In anderen russischen Städten haben die Leute auch was drauf. Aber ich denke schon, dass Moskau einfach immer ganz vorne ist. Hier in Moskau ist es ein eigener Stil, ein eigener Lebensrhythmus. Mittlerweile haben die Jungs mit ihrer Musik regelmäßige Auftritte. Doch ohne das Geld ihrer wohlhabenden Eltern könnten Vova und die anderen die hohe Studiomiete oder den Videodreh nicht bezahlen. Heute feiert Crewmitglied Alexander seinen 18. Geburtstag. Dazu treffen sich jetzt alle in einem eleganten Lokal. Russische Haute Cuisine, aber die Preise sind für die Jungs Nebensache. Denn jeder von ihnen kommt aus der Moskauer Oberschicht. Die Eltern sind erfolgreiche Geschäftsleute. Und die Kinder geben das Geld großzügig aus. Mehrere Gänge, Krabben, Rinderfilet und guter Wein für reiche 18-Jährige in Russlands Metropole. Ganz normal. Lieber Alexander,
Wir schenken uns allen untereinander ja gerne mal was. Deswegen haben wir ganz genau überlegt und das perfekte Geschenk für dich gefunden. Also? Herzlichen Glückwunsch. Das sieht jetzt schon super aus, das will ich gar nicht aufmachen. Das Geschenk ist angemessen verpackt. In 5000 Rubelscheinen, jeder umgerechnet etwa 80 Euro. Selbst Geld verdienen tun die 18-jährigen Moskauer bis jetzt noch nicht. Aber wie man es stilecht ausgibt, das haben sie schon gelernt. Auf Iwans Farm geht es da deutlich bescheidener zu. Der 18-Jährige und sein 3 Jahre jüngerer Bruder Aljoscha müssen nach dem Mittagessen zurück an die Arbeit, die Tiere versorgen. Das ist unsere Farm. Hier sind unsere Kälber, unser Bulle, Kühe, nebenan ein paar Schweine und das ist unser Schäferhund. Die Kühe hat Iwan bereits gemolken. Jetzt muss er nachsehen, wie es dem Nachwuchs geht. Wir haben hier ungefähr 30 Kühe. Eine davon hat gestern gekalbt. Ein paar werden bald kalben. Jede Kuh hat natürlich einen eigenen Namen. Himbeere, Süße, Hübsche, Liebe, Sonnenaufgang. Und wie es aussieht, muss sich Iwan bald ein paar neue Namen überlegen. Das sind unsere Kälber. Dieses hier wurde gerade erst gestern geboren. Viel Verantwortung für einen gerade mal 18-Jährigen. Und Iwan nutzt kaum moderne Technik. Ein Job, den von morgens bis abends einspannt. Der Bauernhof fordert natürlich viel Zeit, Arbeit und Kraft von mir. Halt still! Und nebenher noch das Studium. Feiertage und Wochenenden gibt es kaum. Doch während bei uns viele Gleichaltrige vor dem Computer hocken, sind Iwan und Aljoscha ständig in der Natur. Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft. Und die Arbeit mit Tieren ist anstrengend, aber wunderbar. Dazu kommt noch eine ganz besondere Art von Unabhängigkeit. Der Bauernhof kann praktisch ohne den Rest der Welt überleben. Wir haben hier Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, Obst, wie zum Beispiel Pfirsiche und Aprikosen. Und im nächsten Jahr möchte ich noch Melonen anbauen. Der 18-Jährige hat viele Pläne und seinen jüngeren Bruder stets an seiner Seite. Der Zusammenhalt, den die Eltern den Jungs beigebracht haben, funktioniert im Alltag gut. In Moskau haben Vova und seine Kumpels heute ganz andere Pläne. Denn in ihrer Szene ist es wichtig, keinen Trend zu verpassen. Mindestens einmal die Woche kleiden sich die Jungs neu ein. Heute geht es in den Showroom eines Freundes, der selbst erst 20 ist. Hast du irgendwas Cooles Neues? Die Marken amerikanisch, europäisch, russisch. Umgerechnet $300 für einen Schal. Kein Problem. Kleidung ist bei diesem 18-Jährigen das Statussymbol. Vielleicht noch mehr als bei uns. Wenn Moskau Geld hat, will das auch zeigen. Hier, nimm 7000 Rubel. Das tut mir nicht weh. Und ich habe einen coolen neuen Hut. Mehr als 100 Euro für eine Mütze. Jugendliche lieben es, sich cool anzuziehen und eine Menge Geld dafür auszugeben. Das ist doch überall so. Wir finden das auch wichtig. Gerade in Russland ist der Modestyle echt anders als in Europa. Auch unsere Mentalität und Kultur sind komplett anders als bei euch. Doch Shopping ist an diesem Samstagabend nicht alles, was Vova und seine Freunde vorhaben. Lass uns feiern und abdrehen. Disco-Besuche und Alkohol sind in Russland ab 18 legal. In diesem Szeneviertel ist der Andrang riesig, obwohl die Preise für Drinks und der Eintritt für viele Jugendliche kaum erschwinglich sind. So, wir gehen da jetzt an der Schlange vorbei. Wir sind auf der Gästeliste. So machen wir das in Moskau. Wer Geld hat, genießt, fast wie überall, Sonderrechte.
Das Publikum hier ist etwa in Vovas Alter. Und obwohl das Lohnniveau in Russland deutlich niedriger ist als in Deutschland, kostet ein Bier hier mindestens 5 Euro. Cocktails gibt es ab 7 Euro. Flirten tun die Jungs natürlich auch. Aber wie sieht es mit der großen Liebe aus? Ich bin doch noch total jung. Über eine langfristige Freundin oder sogar Hochzeit mache ich mir noch keine Gedanken. Und auch über den morgigen Tag macht sich Vova erstmal keine Gedanken. Die Nacht wird lang. Für Farmer Ivan ist Tula die nächste große Stadt. Das Nachtleben überschaubar. Viel weniger Glamour als in Moskau. Hier trifft Ivan abends immer wieder seine Freunde. Als ich vor kurzem am Meer war, habe ich die ganze Zeit an meine Heimat gedacht. Auch wenn ich dann da bin, kann ich nicht so oft lange ausgehen, obwohl ich erst spät Zeit habe. Auch morgen muss ich schon wieder früh raus. Ein Besuch in einem schicken Restaurant ist für die jungen Erwachsenen vom Lande etwas Besonderes. Dazu haben sich die Jungs schick gemacht. Die seltene Gelegenheit wollen sie heute gebührend feiern. Probier das Sorbet, das wird dir gefallen. Ich will aber unbedingt eine große Kugel Eis. Für mich Whisky. Eine Flasche oder ein Glas? Nur ein Glas. Kann ich den Ausweis sehen? Die Jungs sind gerne unterwegs, auch wenn das nur selten klappt. Eine Freundin haben wollen sie schon mal, aber nicht um jeden Preis. Derzeit habe ich keine Freundin. Wir sind nicht so die Typen, die jede Woche irgendein Mädchen suchen. Es geht uns um die Frau fürs Leben. Ich bin bereit zu heiraten, aber bislang habe ich noch nicht die richtige gefunden. Um Mitternacht geht es nach Hause. Heute bleibt es bei Eis und Milchshake. Der nächste Morgen, 7 Uhr früh, Gottesdienst. Ivan ist russisch-orthodox, wie die meisten Russen. Ein Kuss ist in der orthodoxen Kirche das Zeichen höchster Frömmigkeit. Religion spielt heute in Russland wieder eine große Rolle. Im Gegensatz zu Deutschland erlebt die Kirche hier seit 25 Jahren einen regelrechten Jugendboom. Ivan ist jeden Sonntag zusammen mit seinem Bruder verantwortlich fürs Glockenspiel. Deswegen verläuft der Abend davor meist eher harmlos. Meine Freunde verstehen das. Sie wissen, dass ich sehr religiös bin und jeden Sonntag früh in die Kirche gehe. Die Predigt hält Ivans Vater jeden Sonntag, eine Stunde lang. Die Kirche ist auch heute gut besucht. Die Regeln der orthodoxen Kirche sind streng und dennoch befolgen viele sie. Alle meine Freunde sind gläubig. Nicht alle gehen immer in die Kirche, aber wir sind alle russisch-orthodox. Ich versuche, mich an die Regeln meines Glaubens zu halten, alle Gesetze und Vorgaben der orthodoxen Kirche zu achten. Regeln und Traditionen, damit ist Ivan aufgewachsen. Der 18-Jährige hat nicht das Bedürfnis auszubrechen. Party und Beziehungen, das steht für ihn nicht an erster Stelle. Zurück in Moskau. Vovas Mutter ist Geschäftsfrau. Ihren Sohn sieht sie nur relativ selten. Und wenn, dann meist mit seinen Freunden. Nach der durchzechten Nacht haben Vovas Kumpels bei ihm übernachtet. Groß um Erlaubnis fragen muss der 18-Jährige nicht. In der Familie herrschen, anders als auf dem Land, keine allzu strengen Regeln. Einmal hat er eine Freundin mitgebracht, ein nettes Mädchen. Die Jungs sind ja noch ein bisschen zu jung für ernsthafte Beziehungen. Aber ich habe nichts gegen Damenbesuch hier bei uns. Für die meisten Großstadteltern in Russland ist es in Ordnung, wenn ihre Kinder sexuelle Erfahrungen machen. Dazu müssen sich die Jugendlichen nicht in Geheimniskrämerei flüchten. Ich weiß noch, als mir zum ersten Mal Barthaare wuchsen, da hat mir meine Mutter ein Paket mit Kondomen geschenkt. Davon habe ich noch keines benutzt, aber ich hatte schon mein erstes Mal. Ein Wochenende im Leben zweier Jugendlicher. Dorf und Metropole, Bauernhof und Luxus. Russland, ein riesiges Land der Gegensätze. Und damit auch riesige Unterschiede im Leben der 18-Jährigen. Deutlich größere als bei uns in Deutschland.